Frage ist Notwendigkeit jetzt so eine Reihe über die Sterben kaputt zu machen? Also warum haben wir das gemacht? Ja. Auch eine gute Frage, Barakallahu Fik, und damit beenden wir dann auch, inshallah. Das ist ein guter Abschluss. Wir haben am Anfang auch Ansprüche gestellt an diese Reihe und haben auch sozusagen einen gewünschten Effekt anvisiert. Und der war, der ist inshallah ta'ala auch verwirklicht worden, zumindest zum Teil. Zum einen, das ist ein wichtiger Punkt, die Muslime zu schützen, was wir auch erwähnt hatten heute, vor dem sogenannten Euro-Islam, vor einer europäischen Version des Islams. Dass sie wissen, das ist nicht islamisch abgeleitet worden, weil die ganzen Kriterien nicht eingehalten haben. Das war kein Schari'i-Ijtihad. Das ist erst einmal ein Punkt, aber dazu werden wir inshallah ta'ala auch noch mehr machen. Wir werden auch konkret inshallah ta'ala in Zukunft auf bestimmte Beispiele eingehen, auf bestimmte Themen eingehen, wo hier im Namen des Islam nicht islamisches Wissen verbreitet wird, wie über Kopftuch beispielsweise oder dass Al-Akhira nicht ewig ist und auch, dass die Bestrafung nicht im materiellen Sinne ist, im Jenseits und so. Darauf werden wir inshallah auch auf eingehen, aber hier erst einmal grundlegend, wie das funktioniert, sozusagen die Mechanismen des Ijtihad. Das war erst einmal ein, eben, die wir fortführen werden. Das soll ein Effekt sein. Aber der andere Effekt, der vielleicht noch wichtiger ist, ist der, dass wir Muslime hier lernen, miteinander umzugehen und einander zu respektieren und zu tolerieren. Die Muslime untereinander. Okay, weil was haben wir oft? Wir haben oft, dass Muslime den Islam auf eine bestimmte Art und Weise lernen und dann denken, das ist der Islam. Nur das ist der Islam und es gibt kein anderes Verständnis über dieses oder jenes Thema. Das ist ein Problem, was wir hier in Deutschland auch haben und dem gilt es vorzubeugen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Angriffe auf die Muslime und die islamische Identität hier immer zunehmen. Und wenn die Muslime hier im Westen und speziell in Deutschland nicht begreifen, dass viele Themen und viele sozusagen Ansichten, die sie haben, nicht absolut sind, sondern von der Natur her aus einem Ijtihad resultieren, wo es auch andere Meinungen geben kann, wenn sie das nicht begreifen, werden sie einander nicht respektieren und sie werden auch nicht miteinander zusammenarbeiten können. Sie werden nicht zusammenrücken. Okay? Und ständig werden wir dann das haben, was wir auch teilweise kennen, ne? Dass der eine nicht in der Moschee des anderen betet, weil dort eine bestimmte Rechtsschule, auch jetzt in Aqida, auf Aqida-Ebene, auf Grundlagenebene angewandt wird oder gelehrt wird. Und dem gilt es vorzubeugen. Oft ist es so, ganz oft ist es so, dass die Gelehrten, die Meinungen abgeleitet haben, sowohl im Aqida-Bereich als auch im Fiqh-Bereich, nicht so überzeugt waren von ihren Meinungen, wie die Muqallidun. Das heißt, du hast oft auch Muqallidun heute, die dann viel fanatischer sind, denken, viel überzeugter sind von der Meinung, als der Mujtahid, der die Meinung an sich abgeleitet hat. Warum? Weil der Gelehrte, als er die Meinung abgeleitet hat, musste ja alle Beweise abwägen. Er musste das wiegen. Und war sich dann auch oft bewusst, wie stark die andere Meinung ist. Oder zumindest, dass sie einen Beweis hat. Okay? Aber der Gelehrte hat einfach nur die Meinung übernommen. Wie ist es heute oft? Jemand ist unislamisch. Leider ist es oft so. Und das ist auch das Verschulden der Generation, die auch hier vor uns war. Das ist ein anderes Thema. Aber jemand ist unislamisch und lernt dann, alhamdulillah, den Islam kennen. Und wie lernt er den Islam kennen? Durch irgendeine Person, die irgendeine Richtung hat. Irgendein Manhaj hat, irgendein Fikr hat, also bestimmte Konzeptionen hat. Und lernt dann den Islam von diesen. Und dann trifft er irgendwie auf Muslime, die andere Konzeptionen haben, die andere Ansichten haben. Okay? Und das kenne ich nicht. Das ist nicht der Islam. Solche Reaktionen gibt es dann manchmal. Und das hindert uns dann daran, unsere vitalen Interessen zu vertreten. Fangen wir an, die ganze Zeit zu diskutieren unter den Muslimen darüber, über tausende Jahre alte Themen. Und hier gilt es, hier wollten wir das sozusagen, diesen Effekt erzeugen. Imam Shafi'i rahmatullah alayhi sagt in einer Überlieferung, kullama zdada ilmuk, qalla inkaruk. Je mehr Wissen du hast, desto weniger wirst du kritisieren. Je mehr Wissen du hast, wenn das zunimmt, wenn dein Wissen zunimmt, wird deine Kritik gegenüber den anderen abnehmen. Warum? Weil du dann weißt, das ist auch eine Ableitung, das ist auch eine Sichtweise und das war auch ein großer Imam. Und er stand auch aufrichtig dahinter. Und er ist sogar vielleicht gestorben für seine Meinung. So hat er sie vertreten. Und diesen Effekt wollten wir haben. Ja, diesen Effekt wollten wir mit erzählen, dass wenn wir wissen über die Muslime, welche Richtung auch immer,
dass wir zumindest, wenn es um unser vitales Interesse geht, wo wir uns einig sind, dass uns das nicht dann blockiert. Wenn man jetzt hier in Deutschland das Kopftuch verbieten möchte, wie es in Frankreich schon der Fall ist, dann müssen wir Muslime zusammenkommen und darüber beraten, wie können wir dagegen vorgehen. Wenn ich aber eine Blockade im Kopf habe, weil du Salafi bist, oder er Ikhwani ist, oder du Mu'tazili bist, oder was auch immer, oder sogar Shia bist, ja, und ich komme nicht mit dir zusammen deswegen, und wir beraten nicht deswegen, aber das Kopftuch an sich ist doch ein gemeinsames Interesse. Ja, und das geht nur, wenn man Wissen aneignet. Man wird dann dem Muslim gegenüber toleranter, wenn man ihre Sichtweise versteht. Und dazu muss es auch Kontakt geben. Sheikh Turaifi, Saudi-Arabien, ja, fakallahu asr, der jetzt im Gefängnis ist, möge Allah ihn befreien aus den Fängen der ungerechten Herrscher in Saudi-Arabien, hat das einmal sehr gut beschrieben. Er ist aus Saudi-Arabien, ist klar, Saudi-Arabien sind die Ulama Salafiyun, wenn du so willst, ja, mit dieser Formulierung. Und er ist auch ein sehr aufrichtiger Gelehrter, davon gehe ich aus. Und man kennt auch viele Meinungen der Salafiyya und von den Muslimen in Saudi-Arabien und von den Gelehrten dort. Und er ist ein sehr gelehrter Mensch, er hat auch sehr viel auswendig. Und er beschreibt das auch, seinen Werdegang im Wissen. Er ist in verschiedene Länder gereist, hat sich dort Wissen angeeignet, in Saudi-Arabien natürlich, in Ägypten, in Nordafrika allgemein, aber auch in Indien. Ja, Sheikh Turaifi, muss man sich vorstellen, in Indien. Er sagt, ich habe in Indien von einem Sheikh Al-Bukhari gelernt, Sahih Al-Bukhari gelernt, ja, in Indien. Und der Sheikh, während er mir Al-Bukhari beigebracht hat, hat er geraucht. In Indien. Er sagt, und ich hätte, wenn ich das nicht sozusagen erlebt hätte, und dass mein Sheikh gewesen wäre und ich seine Argumente gehört hätte, Al-Turaifi, ja, nicht irgendein Liberaler oder was auch immer, wie du ihn anstufen möchtest, Al-Turaifi, ja, der für das wahre Wort jetzt im Gefängnis ist, sagt, hätte ich keinen Kontakt gehabt, hätte ich nicht gewusst, dass er ein Scheinargument aus meiner Sicht hat. Der Sheikh von Al-Turaifi hat während des Dars, also nicht, dass er geraucht hat im Allgemeinen, er hat während des Dars geraucht und ihm Sheikh Sahih al-Bukhari beigebracht. Ja, weil der Moderator hat Sheikh Al-Turaifi gefragt, was sind so was kannst du uns mitgeben aus deinen Reisen, was für Lehren hast du dort gezogen? Und hatte das genannt, dass wir Muslime einander verstehen müssen, und dass wir, wenn wir mehr Wissen haben, die Muslime auch tolerieren, in ihren Meinungen tolerieren. Wohl bekannt ist, in Saudi-Arabien würde keiner sagen, das ist Mubah. Aber der Sheikh in Indien, der ihm Bukhari beigebracht hat, sagt, das ist Mubah. Hat während des Dars sogar geraucht, weil er nichts daran gesehen hat. Und Tolai gesagt, und ich habe das auch mitbekommen, er ist Ahle Taqwa, er hat Gottesfurcht. Er hat in der Nacht gebetet und geweint. So ein Sheikh war das. Ja? Und das ist vielleicht ein Effekt, inshallah, den wir hier damit auch erzielen konnten. Dass wir Muslime einander verstehen. Und dass uns dabei helfen, hier in Zukunft, wenn es um unser vitales Interesse geht, wo es uns alle angeht, wie beispielsweise das Kopftuch oder das Gebet oder was auch immer, wo man uns hier angreift, wo man uns die Sachen verbieten will, dass wir zusammenkommen können. Ja, das ist inshallah ta'ala ein Effekt. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum.